Ja, und eine andere Sache, die ich schon auch wahrgenommen habe, die ist, dass aus meiner Beobachtung jetzt im medialen Diskurs, weniger jetzt in queer-feministischen Kreisen als, ich weiß nicht, in den sogenannten Mainstream-Medien, habe ich das Gefühl, sind palästinensische Stimmen auf jeden Fall unterrepräsentiert, deutlich unterrepräsentiert. Und ich glaube, dass das auch darum ein großes Problem ist, weil das auch einer Radikalisierung auf eine Art Vorschub leistet, weil dann radikalere Stimmen kommen können und sagen können, hey, wir sind die, die für die Palästinenserinnen und Palästinenser sprechen, weil sie einfach zu wenig Platz auch bekommen haben im letzten Jahr in der Berichterstattung, also auch in der VOZ, aber auch generell. Und ich glaube, so dieses Missverhältnis eben führt dann dazu, dass die, die laut sind, die nicht differenzieren wollen, die sehr klare, radikale Positionierung, auch problematische Positionierung haben, dass sie dann viel mehr gehört werden.